Mein lieber Hund kritisch. Man muss immer auf variable Belohnung umstellen. Richtig oder falsch? Ja, das Ding mit der variablen Belohnung. Also, als ich das allererste Mal von jemandem gehört habe, das mit der variablen Belohnung ist absoluter Quatsch, habe ich gedacht, ach nee, kann ja nicht sein. Das widersprach allem, was ich gelernt habe und ich habe gedacht, nee, um Gottes Willen. Bis mir dann so ein paar Dinge gesagt wurden, wo ich dann ins Grübeln kam. Also der erste Punkt ist ja, was ganz, ganz häufig ist, ich kurz mal so die Fakten. Oh, man fängt also quasi an, jedes Verhalten zu belohnen, also jede Ausführung des Verhaltens, was man gerade trainiert, wird belohnt. Und dann steht ganz häufig in den Büchern, und jetzt belohnst du nur noch jedes dritte Mal. Oder jedes zweite Mal am Anfang, dann jedes dritte Mal, dann jedes vierte Mal und dann so variabel, also mal das erste Mal, mal das dritte Mal, mal das fünfte Mal, mal das zweite Mal, mal das siebte Mal. Ja. Das fragst du wahrscheinlich ja, was soll da dran falsch sein? Ja, was genau daran falsch ist, ist, wenn man das tatsächlich so macht, wie ich es jetzt gesagt habe. Stattdessen ist es besser, man belohnt einfach immer nur die besten Versuche. Weil dann bekommt man eben auch das beste Verhalten. Also im Sinne von dem, was man haben möchte. No? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir so ein Schema mache, manchmal wird auch vorgeschlagen, hey, würfel das einfach aus, weil wir Menschen sind auch so Gewohnheitstiere, ja, sind wir. Es besteht auch die Gefahr, dass wir so eine Kette, also quasi so eine Wiederholung drin haben und machen immer 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 2. Wenn man das hat, merkt man das relativ schnell, weil der Hund einem das mit dem Verhalten auch sagt. Dann hat man immer so ein schlechter werdendes Verhalten, weil er weiß, jetzt kriegt er lange nichts und dann wird es wieder besser. Deshalb wird manchmal vorgeschlagen, dann würfel das aus und zähl halt mit oder sowas. Welchen Nachteil kaufst du dir da ein? Es gibt ja nicht so richtig oder falsch, aber man muss immer überlegen, was kaufe ich mir ein? Also erster Punkt ist schon mal, Verhalten, die immer belohnt werden, sind so stark selbstbelohnt mit der Zeit, dass der Hund sie unheimlich gut und schnell ausführt. Weil ich habe ein Verhalten, was ich immer belohne, allerdings nur, wenn es sofort und schnell ausgeführt wird, und das ist das Zurückkommen von meinen Hunden auf meinen Pfiffeln. Wie gesagt, ihr müsst es sofort und schnell tun, aber das belohne ich wirklich immer. Immer. Andere Dinge belohne ich nicht immer. So ein Sitz oder sowas, das belohne ich nicht jedes Mal. Und vor allen Dingen, wenn ich ein längeres Sitz oder Platz oder irgendwas haben möchte, dann belohne ich ja nicht die ganze Zeit, sondern erst vielleicht nach ein paar Minuten, wenn ich den Hund dann wieder abhole. So, und da ist jetzt die Frage, ja, da wird sowieso dann schwierig. Die Belohnung variabel, ja, was heißt das dann? Ich kann mehr oder weniger geben, auch das ist variabel und da muss man einfach ein bisschen flexibler werden. Mein Vorschlag ist, achte darauf, wann tut der Hund die guten Versuche. Also was ist der Nachteil, wenn du dir jetzt ein Schema machst? Nehmen wir an, du belohnst, weil das jetzt gerade auf deinem Plan steht, den dritten Versuch, beim nächsten Mal ist der fünfte dran, dann der nächste sofort wieder, dann ist der siebte dran, dann der zweite, dann der vierte, dann der dritte. Und das machst du jetzt genau so. Was ist der Nachteil? Der Nachteil ist ganz klar, du belohnst nach Schema. Aber vielleicht waren das genau die schlechten Versuche von deinem Hund. Also die schlechten im Sinne davon, dass das Verhalten nicht ganz so toll ausgeführt wurde. So. Was wirst du kriegen? Nehmen wir mal an, es geht darum, schnell zu sitzen. Ich mache mal also ein praktisches Beispiel, weil dann ist es ganz, ganz deutlich. Wenn ich jetzt übe, der Hund soll so schnell wie möglich sitzen und mein Hund kann innerhalb von 3 Sekunden, wenn ich einmal Sitz sage, sitzt er an der Regel. Dann wäre 3 Sekunden mein Zeitfenster, was dein Hund kann, das weiß ich, das klappt. Aber wenn ich jetzt möchte, nicht 3 Sekunden, weil ich sage Sitz,
Und jetzt sitzt der Hund endlich, dann ist das nicht so schön vielleicht. Ich möchte gerne, wenn ich sage Sitz, Peng, dass der Hund sitzt. Innerhalb von einer Viertelsekunde. Dann würde ich jetzt nicht sagen, ich belohne das dritte Mal hinsetzen, das fünfte Mal hinsetzen, das erste Mal hinsetzen und das siebte Mal hinsetzen. Ich würde schon variabel belohnen, aber ich belohne in dem Sinne variabel, dass ich mir angucke, hey, wann genau zeigt denn der Hund das am Verhalten, was ich haben möchte, schnelles Hinsetzen. Also nicht einfach nur setzen. Und ich würde mir die Versuche raussuchen, wo der Hund sitzt, wo er besonders schnell sitzt. Okay? Und wenn du immer die Versuche belohnst, die besonders gut sind, in deinem Sinne, dann wirst du auch die kriegen. Deshalb nimm das nicht einfach immer so hin. Variabel schon, aber das kriegst du automatisch hin. Und eben variabel ist nicht nur länger oder öfter, sondern variabel ist eben auch mehr Futter oder weniger Futter oder besseres Futter oder schlechteres Futter. Auch so kannst du sozusagen variabel belohnen. Nur das wird in der Regel nicht darunter verstanden. Also wieder aufpassen und tu es so, wie ich es erklärt habe, dann funktioniert es am besten. Bis zum nächsten Mal.